Bekannten und auch neuen Gesichter recht herzlich. Ich freue mich über jeden, der gekommen ist. Wir wollen ja fortfahren in unserem spannenden Studium. Einige Sachen haben wir ja schon miteinander betrachtet. Aber keine Angst. Wichtige Sachen werden auch immer wiederholt. Wir bauen also einen Vortrag auf den anderen auf, sodass sich am Ende auch ein rundes Bild ergibt. Das sage ich aber auch, um Sie anzuspornen, weiterhin regelmäßig zu kommen. Denn das ist eine Voraussetzung dafür, dass das Verständnis auch am Ende lückenlos ist. Heute ist unser Thema das Papsttum. Und das ist doch erstaunlich, nicht wahr? Ist denn nicht die Bibel ein Buch, was längst vor dem Papsttum schon abgeschlossen war, in seinem Kanon? Also hier sprechen wir über Dinge, über die die Bibel eigentlich noch gar nichts hätte wissen können. Aber wir haben eine ganze Reihe von Aussagen, die auch in die Zukunft gehen. Wir haben ja einige Vorträge schon diesbezüglich betrachtet. Und wir werden das auch heute wieder sehen. Das ist auch für manche eine schwierige Nuss, die hier zu knacken ist. Und wir sind zwar jetzt nicht so in der typischen katholischen Gegend, aber dennoch mag sein, dass hier einige Katholiken sind, die das nun ganz besonders
angeht, aber es geht uns gar nicht darum, irgendjemand zu diskreditieren oder irgendjemand in schlechtes Licht zu rücken, sondern es geht einfach darum, was sagt die Bibel und warum sagt sie es. Und es gibt auch immer wieder Dinge, die einfach für manche nicht schön sind, wenn sie gesagt werden, und dennoch sind sie wichtig und am Ende heilsam. Wir wollen unsere kleine Zeitreise beginnen, da wo wir letztes Mal aufgehört haben, und das ist beim Propheten Daniel. Das ist ein Prophet, der lebte 500 Jahre vor Christus, und in diesem kleinen prophetischen Buch werden Dinge, Träume beschrieben, die die Zukunft vorhersagten. Wir haben hier letztes Mal dieses Standbild miteinander betrachtet, und dabei, das finden wir im zweiten Kapitel, handelt es sich um ein Standbild, was der König Nebukadnezar im Traum gesehen hat, und nur Daniel konnte ihm diese Deutung und den Traum mitteilen. Er teilte ihm mit, dass dieses goldene Haupt ein Symbol ist für das jetzt oder damals bestehende Reich Babylon. Ihn würde ein zweites und ein drittes ablösen, deren Metall geringer ist. Am Ende ein viertes eisernes Reich, das zerfallen wird, hier dargestellt durch Ton und Eisen, ein Ton-Eisen-Gemisch. Und am Ende kommt ein Stein vom Himmel ohne Zutun der Menschenhände und wird dieses Standbild zerstören. Ein Bild, wie wir gehört haben, auf den Ablauf der Weltgeschichte in groben Zügen. Weltreiche sollten kommen. Und am Ende aber würde ein Reich bestehen, und das ist das Reich, das Christus aufrichten möchte. Und das ist ein Reich, das nicht mehr vergehen wird. Nicht, war es nicht Heinemann, ehemaliger Bundespräsident, der mal gesagt hat, ein gläubiger Christ, die Herrscher, die Reiche dieser Welt kommen und gehen, aber unser Herr kommt. Wir haben, auch wenn wir das Buch Daniel weiterlesen, im siebten Kapitel auch eine ähnliche Situation. Dort wird nämlich ein Traum beschrieben, bei dem der ungefähr so aussieht. Daniel sieht hier vier Tiere aus dem Meer emporkommen. Ein Löwe mit Adlerflügen, ein Bär aufgerichtet an einer Seite, mit drei Rippen im Maul, ein Leopard mit vier Köpfen und vier Flügeln und ein nicht zu beschreibendes, schreckliches Tier mit 10 Hörnern und eisernen Zähnen. Und das ist im Grunde genommen eine Wiederholung dessen, was wir aus dem zweiten Buch Daniel, also aus dem Standbildkapitel, hier schon erfahren haben. Und zur Erklärung des Ganzen genügt hier in erster Linie mal ein Vers in Daniel 7, Vers 17. Da heißt es, diese vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Also, sie stellen das Gleiche dar wie die einzelnen Metallbestandteile des Standbildes. Und diese Weissagung wird auch noch detaillierter erklärt. Und wir wollen uns auch noch mal vor Augen führen. Für uns ist das beides gleichzeitig, Wiederholung vom letzten Mal, aber auch schon ein Herangehen an den heutigen Vortrag oder das heutige Thema. Das goldene Haupt bedeutet das Gleiche wie der Löwe mit den Adlerflügeln, nämlich Babylon. Man hat Ausgrabungen gemacht im ehemaligen Babylon. Archäologen haben dort Erstaunliches gefunden, was auch heute für uns glücklicherweise in Berlin zu sehen ist, nämlich im Pergamonmuseum. Und dort haben wir eine Nachbildung des alten Babylons. Und so sieht das ungefähr im Pergamonmuseum aus. Und da fällt uns in diesem Zusammenhang ein besonderes Symbol auf dieser
Prachtstraße auf, das dort in Mosaik zu sehen ist, nämlich, was ist das für ein Tier? Wer kann es erkennen? Hanna? Ja, ein Löwe. Und was ist an dem Löwen besonders? Wer guckt mal ganz genau hin? Ja, genau, der hat Flügel. Hier angelegte Flügel. Ein Löwe mit Flügeln. Ja, das Symbol Babylons. Und das war auch das biblische Symbol dieser Macht. Also von der Zeit, in der Daniel lebte, an ausgehend, schildert uns die Bibel das Aufkommen von Weltreichen. Von den kommenden Weltreichen. Das nächste Tier entspricht der silbernen Brust oder auch gleichzusetzen mit dem Tier, das auf einer Seite höher aufgerichtet ist als auf der anderen Seite, nämlich ein Doppelreich, Medo-Persien. Medo-Persien ist das Land, was Babylon eroberte. Und auch das hatten wir in einer detaillierten Prophezeiung gleich am Anfang schon miteinander gehabt, die Eroberung Babylons durch Medo-Persien. Es wird hier dargestellt durch den Bär. Hier mal ein Bild von Medo-Persien, in dem wir nämlich das Ausmaß, die Größe dieses Reiches sehen. Und daran erkennen wir auch, dass es wirklich ein Weltreich war. Ähnlich wie Babylon oder von der Fläche sogar noch größer, hat es die damalige bekannte Welt eingenommen. Ihm sollte ein Reich folgen, was in Daniels Zeit noch unbedeutend war. Und hier erfahren wir zu dem kupfernen Metall aus dem zweiten Kapitel weitere Details durch die vier Köpfe und die vier Adlerflügel. Die Tatsache, dass es ein Leopard war, deutet hin, dass es eine Macht sein sollte, die sehr schnell ihre Eroberung durchführen wird. Eine schnelle Macht. Auch die Flügel deuten dies an. Nämlich Griechenland. Griechenland ist das Land, was Medo-Persien erobert hat. Und zwar wie im Flug. Alexander der Große war der Herrscher, der in Windeseile bis nach Persien eilte mit seinen Armeen und das riesige Reich eroberte. Aber so schnell sein Eroberungserfolg war, so auch sein Untergang, und es folgten seine Generäle, die sich um die Macht stritten, in den Diadochenkriegen. Ich will mal nur hier mal ein Bild, versuchen die Details zu sehen, sondern nur mal auf die Farben achten. Das ist eine Darstellung, das habe ich auch aus dem Pergamon-Museum, in dem die damaligen Reiche als Farben dargestellt werden. Und wir sehen die Ausdehnung des grünen Reiches, das ist das Persische Reich, also Medo-Persien, was abgelöst wird durch einen Strich in der Geschichte, und dann folgt hier diese blaue Macht, nämlich Griechenland. Also die Größe des Weltreiches wird abgelöst durch ein anderes riesiges Weltreich. Und so grob wie die Bibel hier die Weltgeschichte darstellt, so hat sie sich auch wirklich ereignet. Nämlich Griechenland war nun die beherrschende Weltmacht. Daniel nennt diese Dinge, obwohl er 550 Jahre vor Christus seine Weissagung gibt, mit Namen. In einem weiteren Traum, den er schildert, in einem Kampf zwischen einem Widder und einem Ziegenbock. Und da heißt es, der Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, bedeutet die Könige von Medien und Persien. Der Ziegenbock aber ist der König von Griechenland. Und damit haben wir die Nationen auch genannt, Medo-Persien und Griechenland. Also er nennt diese Dinge beim Namen, sodass wir auch gar keine Möglichkeit haben, das anders zu interpretieren. So, die Bibel schildert uns also hier in groben Zügen den Ablauf der Weltgeschichte und legt sich namentlich auf die Mächte, die da kommen werden, fest. Das ist eine erstaunliche Vorhersage, die uns auch die Zuverlässigkeit gibt, in dieser Gedankenrichtung auch weiter die Prophezeiung zu verfolgen. Ein Blick auf Griechenland. Wir haben ja hier vier Köpfe und vier Flügel, und ich erwähnte ja schon die Diadochenkriege.
die nach dem Tode Alexanders des Großen folgten. Und wenn wir ein Geschichtsbuch aufschlagen, ich habe jetzt mal hier den DTV-Atlas zur Weltgeschichte ausgewählt, dann sehen wir, achten wir nur mal bitte auf die Legende, wie viel Diadochenreiche werden hier dargestellt? 1, 2, 3, 4. Lysimachos, Kassander, Ptolemäus, Seleukos. 4 Reiche. Diese, hier nochmal eine andere Grafik, wo das auch farblich noch dargestellt wird. Kassander, Lysimachos, Seleukos, Ptolemäus. 4 Diadochenreiche. Die haben natürlich miteinander gekämpft und zeitweise variierte die Anzahl. Aber wenn wir die Geschichte verfolgen, sehen wir, dass zu dem Zeitpunkt, wo noch dieses große Alexanderreich, der Versuch gemacht wurde, es zu einen, es 4 Diadochenreiche gewesen sind. So wie die biblische Prophezeiung es vorhersagt. 4 Köpfe, 4 Diadochen. Aber auch Griechenland sollte nicht ewig bestehen, sondern abgelöst werden durch dieses schreckliche Tier mit diesen eisernen Zähnen. Und das erinnert uns natürlich auch wieder an das Metall aus Daniel 2, was auch ja Eisen ist. Eine schreckliche Macht. Und Griechenland wurde durch eine weitere Weltmacht abgelöst, die damalige bekannte Welt auch beherrschte, nämlich Rom. Und auch hier nur mal ein Blick bitte hier auf die Farben, nicht die Details versuchen zu entziffern. Das Blaue wird abgelöst durch das Rote, Griechenland wird abgelöst durch das Römische Reich. Auch wir sehen hier allein an der Fläche, wie der Wechsel hier stattfindet. Also keine große Interpretation möglich, um den Ablauf dieser Weltreiche hier darzustellen. Diese eisernen Zähne sind ein Bild für die Grausamkeit dieser Macht. Rom hat mit seinen eisernen Schwertern die damalige Welt erobert und sie ging ja auch mit dem Begriff in die Geschichte rein, wer weiß es? Das eiserne Rom. Aber diese Macht, bei dieser Macht tritt erstmals eine Besonderheit auf, es sollte zerfallen, wie angedeutet jetzt, dass das Eisen sich mit Ton vermischen wird. Und in dem Bild aus Daniel 7 sehen wir, dass hier 10 Hörner emporkommen werden, auf die wir gleich noch einmal eingehen. Also hier das nochmal zur Übersicht. Wir haben die Reiche Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Und wir haben den Zerfall des Römischen Reiches auf dem weströmischen Territorium bis zum heutigen Tage, wo der Versuch gemacht wird, dieses Europa zu vereinigen. Eine Situation, in der eine Einigkeit eines größeren Territoriums hier versucht wird zu erreichen. Bis zum heutigen Tage, nämlich in Europa. Und das ist die Zeit, in der dieses Standbild an sein Ende kommt. Und so können wir sehen in diesem Ablauf, wo wir sind, wo wir uns befinden. Wir befinden uns am Ende, da wo die Zehen sind. Und es ist die Wiederkunft Christi, die dargestellt wird, in dem Stein, der ohne Zutun von Menschenhände herabkommt. Hier haben wir mal einen Blick auf dieses zerfallene Römische Reich. Wie in dem 7. Kapitel des Daniels auch beschrieben wird, hat dieses Tier 10 Hörner. Und diese Hörner sind Reiche, die aus dem Römischen Reich hervorgehen sollen. So wird es dem Propheten Daniel erklärt. Zum Beispiel Daniel 7, Vers 24, die 10 Hörner bedeuten 10 Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. Die Völkerwanderung in Europa brachte das Ende der Einheit des Römischen Reiches. Und das ist jetzt keine Zahl zu merken, nur eine Zahl zur Orientierung, wo wir uns jetzt befinden. 476 nach Christus wird als das Ende des Weströmischen Reiches allgemein anerkannt, nachzulesen in jedem
Geschichtsbuch. Aber dann kommt etwas, dann sieht der Prophet etwas, was auch seine besondere Aufmerksamkeit hervorruft. Nämlich unter diesen 10 Hörnern, die hier diese 10 germanischen Stämme darstellen, kommt ein kleines Horn empor. Ein kleines Horn. Daniel nennt es so, ein kleines Horn. Und wir wollen das doch dieses kleine Horn nennen, obwohl er beschreibt, dass es größer wurde. Zunahm an Größe und Macht. Wir lesen Daniel 7, Vers 8, ich habe das hier an der Wand. Als ich aber auf die Hörner Acht gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem 3 der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn hatte ein Maul, das redete große Dinge. Und der Prophet Daniel hat sich in seiner Nachfrage an den Engel auf dieses vierte Tier und dieses kleine Horn besonders spezialisiert und wollte Näheres wissen darüber. Wie er ja hier schreibt, danach hätte ich gern Genaueres gewusst über das vierte Tier und über die 10 Hörner auf seinem Haupt und über das kleine Horn, das hervorbrach, vor dem 3 ausfielen. Das kleine Horn. Wer ist das kleine Horn, für das Daniel sich so sehr interessierte? Wir können davon ausgehen, dass wenn die Bibel an einem Punkt besonders festhält, viele Informationen zu einem Punkt liefert und der Prophet hier auch noch besonders nachfragt und der Engel ihm auch noch besonders den Gegenstand erklärt, dass es sich um einen wichtigen Gegenstand handelt. Oder wie behandeln wir unwichtige Gegenstände? Beiläufig. Und wichtige Dinge, denen widmen wir mehr Zeit. Also sehen wir, dass dieses Beschäftigen mit diesem kleinen Horn eine zentrale Bedeutung hat in diesem Zusammenhang. Deswegen wollen wir einmal diese Fakten sammeln. Uns reichen dafür erst einmal 2 Bibelverse. 2 Bibelverse. Und zwar sind das Daniel 7, Vers 24 und Vers 25. Da heißt es, nach ihm aber wird ein anderer aufkommen, der wird ganz anders sein als die vorigen und wird 3 Könige stürzen. Welche Informationen haben wir hier über dieses kleine Horn? Hier wird das kleine Horn beschrieben. Nach ihm wird ein anderer, das ist das kleine Horn. Nach ihnen, das heißt nach den 10 Hörnern. Nach ihnen, hier in Rot, zeitlich nach ihnen. Nach dem Auftreten der 10 germanischen Stämme kommt hier eine Macht empor. Und wie wird sie sein? Genauso wie die anderen auch? Ganz anders. Sie hat einen anderen Charakter. Und sie wird 3 Könige stürzen, wie ja auch dargestellt wird, dass 3 Hörner vor ihm ausfielen. Also 3 der germanischen Stämme stehen dieser Macht im Wege und werden vernichtet. Vers 25. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sie unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Hier sehen wir schon die Andersartigkeit dieser Macht. Er wird nämlich sich offensichtlich religiös betätigen. Hier ist von Lästerung die Rede. Er wird den Höchsten lästern. Wer ist der Höchste? Gott, der Höchste. Er wird den Höchsten lästern. Und was tut er mit den Heiligen des Höchsten? Wer sind die Heiligen des Höchsten? Heiligen des Höchsten? Die Bibel nennt die Heiligen, die an Gott gläubig sind. Die Gläubigen. Das sind die Heiligen. Und gegen diese wird er einen Krieg führen. Er wird die Heiligen des Höchsten vernichten. Und noch etwas. Er wird sie unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Das Gesetz, welches Gesetz? Offensichtlich das Gesetz Gottes. Er wird das Gesetz Gottes ändern und Festzeiten. Also wir werden uns diesen Punkt noch genauer ansehen. Aber wir sehen hier ganz klar eine gottesfeindliche Macht. Und Vers 25 gibt uns noch mehr Hinweise,
wir sammeln jetzt erst einmal. Da heißt es, sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Also eine Zeitweissagung wird hier uns dargestellt. Eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit, dreieinhalb Zeiten sind das. Was das bedeutet, werden wir gleich uns ansehen. Also, wer ist das kleine Horn? Wir sammeln. Wir haben gesagt, es kommt aus dem vierten Tier, das ist Rom, empor. Also, wir brauchen nicht irgendwo in der Weltgeschichte zu suchen, sondern wir müssen zeitlich nach dem römischen Weltreich in die Geschichtsbücher gucken. Wir haben gesagt, es erscheint zwischen den zehn Hörnern, also zu einer Zeit, wo diese zehn germanischen Stämme bereits existieren. Das ist die Zeit und das Territorium des Aufkommens dieser Macht. Aber diese zehn Hörner sind offensichtlich schon da. Also nach den zehn Hörnern, nach ihnen haben wir ja gelesen, also nach 476 nach Christus. Und wir haben gelesen, dass es anders ist als die zehn Hörner, andersartig als die übrigen typischen politischen Mächte, die die Weltbühne bisher gesehen hat. Und noch etwas ist auffällig. Es ist größer als die zehn Hörner, mächtiger, es überragt sie. Und es sollte drei Könige stürzen. Drei der germanischen Stämme sollten vor ihm weichen. Eine lästerliche Macht sollte es sein, die Gott lästert und Gläubige verfolgt. Sie sollte Gottes Gesetz ändern und eine bestimmte Zeitperiode regieren. Wenn wir diese Dinge betrachten, kommt nur eine Macht in Frage, die zeitlich passt, die inhaltlich passt und auf die alle Merkmale zutreffen. Und das ist die Macht des Papsttums. Nur das Papsttum erfüllt alle Dinge, die die Bibel hier in der Prophezeiung nennt. Gehen wir es noch einmal langsam durch. Das Papsttum, wann kam es auf? Die römisch-katholische Kirche beruft sich ja bereits auf die Zeit der Apostel, aber das war eine Zeit, in der vom Papsttum in dieser Form noch gar keine Rede war. Erst im Laufe der Jahrhunderte kristallisierte sich eine Macht in Rom heraus, die auch wirklich Macht hatte. Und erst als der oströmische Kaiser Konstantin in seinem Codex Justinians den Bischof von Rom zum Oberhaupt erklärte, nicht nur der Kirchen, sondern auch der weltlichen Gewalt, von da an war die Macht des Papsttums ungebrochen. Und dieser Codex Justinians wird datiert ins Jahr 533, also nach 476 nach Christus, nachdem dieses römische Reich bereits untergegangen war und Europa aufgeteilt war in diese germanischen Stämme. Es erscheint zwischen den Hörnern, also in einer Zeit, in der diese germanischen Stämme existieren, das Papsttum, als es aufkam und Macht gewann, musste sich auseinandersetzen mit diesen germanischen Stämmen. Damals spielten auch bestimmte Punkte eine wesentliche Machtrolle, also auch inhaltliche Glaubenspunkte wurden wirklich zur Machtfrage. Die Stellung der Gottheit Jesu beispielsweise war so ein Punkt. Das Papsttum ist tatsächlich nach den zehn Hörnern mächtig geworden. Erst waren die zehn Hörner da und dann kam das Papsttum auf. Und es war wirklich anders als die anderen Hörner. Es war keine politische Macht, sondern es war eine religiöse Macht. Und es wurde eine politische Macht. Es wurde dann zu einer politisch-religiösen Macht. Und in dieser Form, in dieser Verbindung zwischen Kirche und Staat, wurde es auch größer als alle anderen.
Ein Beispiel davon, ja, man sieht es ja eigentlich bis zum heutigen Tag, wenn wir einmal allein auf dieses Bild schauen, indem wir hier den Prunk der römisch-katholischen Kirche sehen, sehen wir den Glanz der Zeiten des Mittelalters, in dem die Macht der Kirche mit diesen riesen Palästen dargestellt wird, hier der Petersdom im Vatikan. Und Offenbarung 13, das ist eine ganz ähnliche Weissagung. Hier wird uns nicht ein kleines Horn vorgeführt, sondern ein Tier, was aus dem Meer kam. Aber die Inhalte dieser Symbolik sind die gleichen. Da heißt es, und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Sprachen und Nationen. Also auch wieder eine weltweite Macht. Sie hat eine übergeordnete Macht über alle Stämme, Sprachen, Völker und Nationen. Und wir haben hier einen kleinen Film, der nur einmal eine geschichtliche Tatsache beleuchten soll. Schaffen wir das? Nochmal einen weiter zurück, bitte. Ja, da ist es. Wir sehen hier Heinrich den Vierten, der 1077 aus der Kirche ausgeschlossen wurde, exkommuniziert wurde und sein Königtum verlor durch ein Urteil des Papstes. Und er ging barfuß nach Canossa, er stand dort im Schnee 4 Tage im Büßergewand, um sich unter die Macht des Papsttums wieder zu beugen, um wieder vom Papst anerkannt zu werden. So abhängig war ein König damals vom Papst. Das zeigt uns die Vormachtstellung des Papsttums über die irdischen Könige. Also er war größer als alle anderen. Und kein König wurde gekrönt, es sei denn mit dem Segen des Papstes. Auch das zeigt die Vormachtstellung dieser Macht. Es sollte 3 Könige stürzen. Ein Blick auf die Karte, hier die germanischen Stämme. Und wir sprechen hier von den 10 germanischen Stämmen. Wir haben heute noch die Nachfolgereiche. Wir zum Beispiel als Deutschen sind die Alemannen, Angelsachsen, die Engländer, Franken, die Franzosen, soeben Portugiesen, Westgoten, die Spanier, Burgunder, die Schweizer, Lombarden, Italiener und so fort. Aber es gibt 3 Nationen, 3 germanische Stämme, die können wir heute nicht mehr zuordnen. Und das sind die Heruler, Vandalen und die Ostgoten. Nämlich mit dem Aufkommen des kleinen Horns wurden Heruler, Vandalen in dieser zeitlichen Reihenfolge und schließlich die Ostgoten, die dann Rom belagerten, ausgemerzt. Und zwar vollständig, sodass sie bis zum heutigen Tag nicht mehr existieren. Wie die Bibel sagt, 3 Hörner werden vor dieser Macht ausgerissen oder vernichtet. Die Heruler, Vandalen und die Ostgoten. Und das dritte Horn wurde vernichtet im Jahre 538. Damals wurde Rom belagert und der vernichtende Schlag gegen diese belagernden Ostgoten wurde getan. Und die Kehrtwende war gekommen. Der Codex Justinians, den ich erwähnte, der dem Papsttum die Vormachtstellung einräumte, konnte sich frei entfalten. 538. Ja, er lästert Gott. Wie können wir denn nun behaupten, dass diese Macht oder dass das Papsttum Gott lästert? Man kann es behaupten, man kann aber auch das Gegenteil behaupten. Aber man kann auch biblisch argumentieren. Und das wollen wir tun. Wir wollen also nicht irgendwie aus dem hohlen Bauch argumentieren, sondern wir wollen fragen, was ist denn nach biblischer Definition Lästerung? Hier im Bibelvers, Johannes 10, 33. Jesus wird das hier vorgeworfen. Die Pharisäer sagen, um eines guten Werkes willen steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen. Denn, und jetzt kommt die Begründung für Gotteslästerung, du bist ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Also, sich als ein Mensch anstelle Gottes zu setzen.
Das ist eine biblische Definition. Eine weitere, ja, nee, ich gehe erst darauf eingehen, inwiefern hat der Papst das getan? Ich könnte hier viele Selbstaussagen der römisch-katholischen Kirche hier anführen oder über das Papsttum an sich, aber hier einige sollen nur mal exemplarisch zur Veranschaulichung dienen. Papst Leo der 13. sagt, wir haben auf dieser Erde den Platz des allmächtigen Gottes inne. Das ist das Selbstverständnis des Papstes. Er ist der Stellvertreter Christi, der Stellvertreter Gottes auf Erden. Er ist Gott auf Erden. So ist es immer wieder proklamiert worden und hochgehalten worden. Und daraus ergibt sich auch das Selbstverständnis, dass die römisch-katholische Kirche über den Nationen, den weltlichen Königen steht. Sie hat also eine übergeordnete Macht. Er ist der unfehlbare Herrscher, der oberste Richter des Himmels und der Erden, der Richter aller, der durch niemanden gerichtet wird, Gott selbst auf Erden. The New York Catechism, hier aus der römisch-katholischen Literatur entnommen. Eine weitere Definition finden wir in Markus 2, Vers 7. Da heißt es, wie redet er so? Wieder wird Jesus angeklagt. Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Also, was ist ein weiteres Merkmal Gott, der Gotteslästerung nach der Bibel? Sich anzumaßen, Sünden vergeben zu können, als Mensch. Ein Mensch zu sein und sich anzumaßen, Sünde zu vergeben. Aber auch das ist dem Selbstverständnis der katholischen Kirche eigen. Hier heißt es, ich habe das übersetzt, suche, wo du willst, im Himmel und auf Erden, und du wirst nur ein geschaffenes Wesen finden, das dem Sünder vergeben kann, das ihn von den Ketten der Hölle befreien kann. Dieses außerordentliche Wesen ist der Priester, der römisch-katholische Priester. Aber wir sehen das ja auch in etwas, was der katholischen Kirche ganz eigen ist, nämlich die Ohrenbeichte. Es ist der Priester, dem gebeichtet wird, dem die geheimsten Sünden bekannt werden, die schlimmsten Dinge, die keinen menschlichen Ohren zugänglich gemacht werden sollten, werden hier in das Ohr des Priesters geflüstert. Er bewahrt damit seine hohe Autorität, dass ihm alle Sünden gebeichtet werden müssen. Aber was sagt die Bibel? Wie viele Mittler gibt es denn nach der Bibel? 1. Timotheus 2, Vers 5 sagt es uns. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Keine Maria, kein Priester, dem zu beichten ist, sondern Christus. Wenn jemand gesündigt hat, zu wem soll er gehen? Zu Christus. In stille Kämmerlein, Hände falten, die Knie gehen und sagen, ich bin ein sündiger Mensch. Ich habe gesündigt. Vergib mir. So werden wir Vergebung empfangen. Das ist ja so weit gegangen, dass Luther auch gegen Missbräuche kämpfen musste, weil die katholische Kirche Geld sogar dafür verlangt hat, Sünden vergeben zu können. Nicht unter dem Stichwort Ablass, ist das ja allen bekannt. Es verfolgt Gläubige, hat es die katholische Kirche getan? Mit Sicherheit. 50 Millionen Märtyrer werden geschätzt. Dieses Bild zeigt eine Familie, die sich des Verbrechens schuldig macht, die Bibel zu lesen. Und wir sehen, wie sie ängstlich an die Tür schaut, in der Angst, dass jemand hineinkommt und sie dabei erwischt und sie dann am nächsten Tag auf dem Scheiterhaufen landen könnten. Und so ist es auch vielen ergangen. In Ketten wurden sie weggeschleppt, nur um ihres Glaubens willen, weil sie geglaubt haben, was das Wort Gottes sagt und weil sie es mutig verteidigt haben. So sind sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt, wie hier Jan Hus, Hieronymus, die Liste wäre lang. Märtyrer, in diesem Sinne hat es immer wieder gegeben. Es gab ganze Volksgruppen, die sich in den Alpen verborgen hat, die Waldenser, die dort ihre Gottesdienste feierten oder auch in Höhlen sich auf,
hielt, um dort anzubeten. Aber es gab auch grausame Tage in der Geschichte, wie hier die Bartholomäusnacht in Frankreich, in der die Protestanten Frankreichs an einem Tag wie Vieh dahingeschlachtet wurden. Greise, Säuglinge, allesamt, ohne Ankündigung, auf einen Schlag wurden sie alle vernichtet. Die römisch-katholische Kirche hat die Freudenglocken läuten lassen, als sie davon hörten über den Erfolg in Anführungsstrichen dieser Tat, hat eine Gedenkmünze drucken lassen. Und sie ändert Gottes Gesetz. Das Papsttum hat das Gottesgesetz geändert. Nichts ist einfacher zu beweisen als dies. Schauen wir einmal auf die 10 Gebote. Ich habe es jetzt hier mal so dargestellt. Sie sind zu finden in 2. Mose 20. Wenn Sie einen Katechismus zu Hause haben, dann vergleichen Sie da mal die 10 Gebote mit dem Katechismus. Wir tun das mal hier an der Leinwand. Also links der Originalwortlaut, der auch in katholischen und evangelischen und sonstigen Bibeln steht. Und da sehen wir natürlich schon am Schriftbild, dass hier einige Änderungen vorgenommen wurden. Schauen wir aber besonders mal auf das zweite Gebot. Da sehen wir nämlich links das zweite Gebot und rechts im Katechismus das zweite Gebot. Was sehen wir da? Wir sehen gar nichts. Es ist ausgelassen. Es fehlt. Ja, warum fehlt denn das? Warum fehlt das? Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Schauen wir uns das mal an hier. Ja, was ist, nochmal, ja, ganz kurz zurück, was sagt es denn aus? Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was im Himmel auf Erden ist, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist, bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Also das, die Anbetung von Schnitz- und Götzenbildern. Hier polnische Katholiken beim Anbeten von Maria in Form eines Götzenbildes. Zur Rechten der Papst, der auch immer wieder gern vor so einem Schnitzbild zu finden ist. Oder Pilger, die in den Petersdom kommen, die sich anstellen und Stunden stehen, um einmal einer Steinstatue die Füße zu küssen. Hier dargestellt Petrus, glaube ich. Wir finden bereits im Alten Testament schon Warnungen gegen das alte Volk Israel, die die Himmelskönigin verehren. Auch hier eine Verehrung der Himmelskönigin. Aber gehen wir weiter einmal hier in das zweite Gebot. Haben wir, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Hier das vierte Gebot. Das vierte Gebot nach der Bibel ist das Sabbatgebot. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten, alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn. Und so weiter. Warum? Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligt ihn. Gott nennt einen Ruhetag und er nennt eine Begründung, nämlich weil er 6 Tagen geschaffen hat und ruhte am 7. Tage. Und er nennt diesen Tag. Und an ihm soll geruht werden. Das ist seit jeher, von Anbeginn der Schöpfung, wie wir im biblischen Bericht nachlesen können, bis auf unsere heutige Zeit, wie wir es auch aus dem Judentum noch bis zum heutigen Tag sehen, der 7. Tag, Sabbat, Samstag. Wir werden uns damit auch noch näher beschäftigen in den kommenden Vorträgen. Aber das ist auch eigentlich kein inhaltlich umstrittener Punkt. Denn die katholische Kirche sagt selbst, dass sie den ersten Tag der Woche heiligen und das ist der Sonntag. Also dieses Gebot wurde zweifelsohne verändert. Und es wird im Katechismus als das dritte Gebot beschrieben. Und daher kommt es nun zu einem Ungleichgewicht. Der letzte Vers der Bibel, der 10 Gebote, ist ein Vers, du sollst nicht begehren. Und dann eine Aufzählung, was alles nicht begehrt werden soll. Und daraus musste man dann 2 Gebote machen, damit die Zahl 10 wieder erhalten bleibt. Das zweite wurde ja bekanntlich, wie wir gesagt haben, ausgelassen. Also
geteilt. Ja, dieses hier nun mal ein Selbstzeugnis von der katholischen Kirche in Bezug auf die Veränderung dieses Ruhetages. Da heißt es, es war, das ist Pater Enright, ein katholischer Gelehrter, es war die heilige katholische Kirche, die den Ruhetag von Samstag auf den Sonntag, den ersten Tag der Woche, verlegte. Welcher Kirche erweist die ganze zivilisierte Welt Gehorsam? Die Protestanten bekennen große Ehrfurcht vor der Bibel zu haben und dennoch anerkennen sie durch die feierliche Beobachtung des Sonntags die Macht der katholischen Kirche. Die Bibel sagt, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Aber die katholische Kirche sagt, nein, halte den ersten Wochentag heilig und die ganze Welt zollt ihr Gehorsam. Das war immer das Hauptargument, auch während der Reformation der katholischen Kirche. Ja, ihr Protestanten, ihr tut immer so, als ob ihr euch an die Bibel haltet. Aber wie macht das denn mit dem Sonntag? Wie macht das denn mit den Geboten? Und mit dem Brust und der Überzeugung hat die katholische Kirche immer wieder darauf hingewiesen, dass ja eigentlich dass die Veränderung der Gebote ihr Werk sei und dass das ihre Autorität darstellt. Und das ist das Erstaunliche. Daniel prophezeit die Änderung des Gesetzes und die Kirche gibt es auch offen zu. Um noch ein weiteres Merkmal anzuführen, machen wir einen Sprung in die Offenbarung. Ich erwähnte ja schon das 13. Kapitel und hier will ich mal nur einen Vers rausgreifen. Da heißt es nämlich in der Darstellung der gleichen Macht, in Vers 18, hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Dieses Rätsel ist nicht schwer zu lösen, wenn wir all die anderen Merkmale, die die Bibel ja auch gibt, berücksichtigen. Es gibt immer viele, die sagen, ja, die Zahl bedeutet das und bedeutet das. Und berücksichtigt wird überhaupt nicht, dass dann da noch viel andere, noch viel weitere, viel mehr Merkmale sind, die natürlich genauso zutreffen müssen. Können wir diese Zahl auf die Zahl 666 auf das Papsttum beziehen? Es ist ja die Zahl des Tieres. Also das Tier ist ein Synonym für das kleine Horn, also was wir jetzt als Papsttum identifiziert haben. Es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Zum besseren Verständnis. Hier in diesem katholischen, in dieser katholischen Zeitschrift wird die Mitra erwähnt. In der der Titel des Papstes Vicarius Filii Dei eingraviert ist. Und im Lateinischen, das kennen wir aus dem Deutschen nicht so, bedeutet aber ein Name oder ein Titel gleichzeitig auch ein Zahlenwert, weil Buchstaben, also bestimmte Buchstaben im Lateinischen auch einen Zahlenwert haben. Also das heißt, man kann Buchstaben addieren und man erhält eine Summe. Das können wir mit unseren Buchstaben nicht. Aber mit lateinischen Buchstaben geht das. Und wenn wir diesen lateinischen Titel nehmen, denn es ist ja die Zahl eines Menschen, also sein Name, sein Titel als eine Zahl ausgedrückt, dann wollen wir das versuchen mit dem Vicarius Filii Dei. Was heißt das? Vicarius, Stellvertreter, Filii des Sohnes Gottes. Stellvertreter des Sohnes Gottes auf Erden. Die V, das V, bedeutet eine 5. Was bedeutet denn das I? Lernen ja die Kinder auch noch in der Schule, nicht wahr? Das I ist die 1. Das C ist die 100. A, R haben keinen Zahlenwert, I ist 1. U ist das gleiche wie V, bedeutet 5, macht zusammen 112.
Filii. F hat keinen Zahlenwert, 1, I ist 1. L, wer weiß es? 50. Nochmal 2 dazu, 2 Is, macht 53. 112 und 53 sind? DI. D bedeutet 500. E hat keinen Zahlenwert. So, 500. 565. E keinen Zahlenwert. I 1. 565 und 1. 666. Auch dieses Merkmal ist durchs Papsttum vollständig erfüllt. 666. Die Zahl des Tieres. Das ist die Prophezeiung aus Offenbarung 13 in Bezug auf den Antichristen. Antichrist, ein interessantes Wort übrigens. Wenn hier ist das Konkordante Neue Testament, ein Nachschlagewerk, in dem auch griechische Wörter erklärt werden. Antichrist heißt es da, von Anti anstatt, wir sagen es mehr als in Richtung Gegend, Anti anstatt und Krio salben, einer, der sich an die Stelle Christi setzt. Ist das nicht der Vicarius Filii, der Stellvertreter Christi? Also wenn der Papst sich in der Sprache des Neuen Testamentes vorstellen müsste, müsste er sagen, ich bin der Antichrist. Nach seinem Selbstverständnis, der Stellvertreter Christi. Also wir sehen, die Merkmale sind alle erfüllt. Aber eins haben wir noch. Er regiert 3,5 Zeiten. Was heißt das jetzt? Davon, wir profitieren an der Stelle auch von dem von der Zeitweissagung der 70 Jahre Wochen. Vielleicht erinnern Sie sich, vor 2 Wochen. 3,5 Zeiten. Ich sagte vorhin, wenn die Bibel etwas öfter wiederholt, dann ist es wichtig. Diese Zeitangabe in Bezug auf diese Macht haben wir 7-mal in der Bibel. In dieser oder in anderer Form. Die anderen füge ich hinzu, weil sie uns jetzt helfen zum Verständnis. 3,5 Zeiten ist identisch mit 3,5 Jahre. Also das Wort, was in der hebräischen Bibel für Zeit erwähnt wird, ist das gleiche wie für Jahr. 3,5 Jahre, so sagt auch die Offenbarung, dann 42 Monate. Wie viel sind 42 Monate in Jahren? 12, 24, 36 und 6? 3,5. Ja, der gleiche Zeitraum. Ich will nur deutlich machen, dass es der gleiche Zeitraum ist. Also 42 Monate. Und dann nennt die Bibel es aber auch noch in Tagen, wobei ein Monat zu 30 Tagen gerechnet wird. Nämlich? Ja, wir haben hier unten übrigens die Versangabe, sind also zwei Verse nochmal, in denen die 1260 Jahre im gleichen Zusammenhang erwähnt werden. 1260 Tage. Alles das Gleiche. 3,5 Zeiten, 42 Monate, 1260 Tage. Insgesamt 7-mal diese Zeitangabe in Bezug auf das kleine Horn oder das Tier, also das Papsttum. Und wir haben auch den Schlüssel, nachdem wir das auflösen sollen, denn es ist ja eine Symbolsprache, 1260 Tage, aber ganz einfach. Was sagt die Bibel? Wer kann sich erinnern? Ein Tag? Ein Tag soll ein Jahr gelten. 4. Mose 34, Hesekiel 4, Vers 6. Nach diesem Zeitschlüssel haben wir ja schon festgestellt, dass der Christus kommen sollte. Die 70 Jahrwochen, ihr erinnert euch? Ja, 69 Wochen. Ich will das jetzt gar nicht wiederholen, aber da haben wir den gleichen Zeitschlüssel angewandt. Damals von Jahr 457 weiter angerechnet, sind wir ins Jahr 27 nach Christus gekommen. Das Jahr der Taufe Christi, da wo der Gesalbte zum Gesalbten wurde. Also der Schlüssel ist richtig. Und wenn wir ihn jetzt hier anlegen und vom Ausreißen dieses dritten Hornes ausgehen, erinnert ihr euch? Jahr 538, hier entfaltete der Codex Justinian seine volle Wirkung. Von da 1260 Jahre weitergerechnet, kommen wir in das Jahr, ich erspare euch die Rechnung, 1798. Das sind 1260 Jahre. Was geschah im Jahre 1798? Hier mal nur ein ganz kleiner Blick in den DTV-Atlas zur Weltgeschichte, aber ich glaube, es ist Band 2, den ich hier habe. Ich mache es mal noch mal ein bisschen größer. Und da ist nur wichtig, hier, das ist so eine Zeitleiste, 1798, die eingerückte Zahl, hier steht 1798, das ist also was, upsala, jetzt habe ich mich verdrückt hier. 1798,
Was geschah in dem Jahr? Und da heißt es hier, zweite Zeile, der Kirchenstaat wird nach der Besetzung Roms und Gefangennahme des Papstes zur römischen Republik erklärt. Neapel interessiert uns nicht. Zur römischen Republik erklärt. 1798, der Papst wird gefangen genommen. Hier ist das einmal dargestellt, oder ein anderer Künstler hat das so getan. General Berthier unter Napoleon kam nach Italien, nahm den Papst gefangen. Aber nicht nur, dass er gefangen genommen wurde, das mag schon mal gegeben haben. Aber die Republik wurde eingeführt. Dieser Codex Justinians wurde abgeschafft. Die Vorherrschaft des Papstums war zu Ende. Auch wenn es vorher Wirren gegeben hat. Aber 1798 ist das Jahr, in dem die Vorherrschaft des Papstums zum Ende kommt. Hier verliert das Papstum seine Macht, die es ja bis heute in dieser Form auch nicht mehr hat. 1260 Jahre, so wie die Bibel es vorhersagt. Offenbarung 13 sagt, wenn jemand ins Gefängnis führt, dann wird auch er ins Gefängnis kommen. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, dann wird auch er mit dem Schwert getötet werden. So erleidet hier das Papsttum eine tödliche Wunde, die auch auf die Offenbarung schildert. Ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet. Und seine tödliche Wunde wurde heil. Das wird ein Gegenstand sein, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Denn es ist ja ganz nett, in die Geschichte zu gucken und zu staunen, wie die Bibel hier Dinge vorhersagt. Aber warum tut sie das? Weil diese Macht noch einmal eine Rolle spielen wird. Denn diese tödliche Wunde, 1798 erlitten, wird heil. Das heißt, die Grausamkeit dieser Macht wird erneut zum Leben erweckt werden. Um weitere Einzelheiten darüber zu erfahren, werden Sie in die folgenden Vorträge kommen müssen. Das bleibt uns also noch zu erforschen übrig. Aber wir sehen, dass sich diese Zeitweissagung auch aufs Papsttum genau erfüllt hat. Und was bedeutet das für uns persönlich? Welche Frage ist damit für uns verknüpft? Wenn wir das alles so sehen, dann sehen wir, dass die Bibel erstaunliche Dinge vorhersagt und dass wir aus ihr die Zukunft erfahren können, dass Gott schon vorher sagt, was er vorhat und dass Gott alle Dinge unter Kontrolle hat, aber er positioniert sich auch. Und es mag sein, dass wir im Irrtum sind, wenn wir auf die Gottesvertreter dieser Welt blicken und an ihnen ablesen wollen, was der Wille Gottes ist. Ob wir katholisch sind oder nicht. Aber es drängt sich für uns vor allem auch die Frage auf, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Die Frage, mit der sich die Bibel beschäftigt, wenn sie die Prophezeiung uns so in deutlicher Weise vor Augen führt, dann doch nur mit einem ganz bestimmten Ziel. Nämlich, uns die eigentlichen Sinnfragen zu beantworten, zu zeigen, ich bin Gott und ich spreche zu dir durch mein Wort. Ich habe dir mein Wort gegeben. Lies es und mache es zur Grundlage in deinem Leben. Und damit wird die Frage für uns erst ganz persönlich. Und sie fordert von uns aber auch eine Entscheidung. Und diese Entscheidung möchte ich auch Ihnen ans Herz legen. Je nachdem, was Sie erkannt haben, was Sie verstanden haben, mag es sein, dass Gott zu Ihnen spricht und zu Ihnen persönlich spricht. Gott will nicht nur, dass wir staunen über seine Prophezeiungen, sondern er will ja, dass wir in eine persönliche Beziehung zu ihm kommen. Dass es für uns persönlich einen Sinn macht. Denn was das Papsttum über die Jahrhunderte angerichtet hat, mit seinem Irrtum und Aberglaube, der folgte, ist bis zum heutigen Tage zu spüren. Und das, was uns das Evangelium eigentlich sagen möchte, die Vorbotschaft von Christus, die wird dadurch so verzerrt, und so entstellt, dass wir nicht erkennen, was Wahrheit ist.
Und das müssen wir erst wieder neu lernen. Und wir können es nur, indem wir in die Bibel schauen, indem wir wirklich nach Gottes Wort fragen und indem wir eine persönliche Beziehung zu Christus aufbauen. Christus ist derjenige, der zu uns spricht und der hier eine persönliche Beziehung zu uns haben möchte, der uns zum Kreuz führt und uns zeigt, was er für uns getan hat, dass er das wahre Opfer ist, dass er der wahre Priester ist und dass er keine Menschen eingesetzt hat, die sich dazwischen stellen. Keine Mittler, auf die wir uns berufen können, keine Stellvertreter, die, wo wir unser persönliches Verhältnis zu Gott abschieben können. Nein, wir brauchen jeder ein persönliches Verhältnis zu Gott. Und dies finden wir nur, wenn wir eine Beziehung zu Christus aufbauen. Und diese Beziehung gewinnen wir, wenn wir beten. Wenn wir die Hände falten und zu ihm sprechen. Und wenn wir sein Wort zu uns sprechen lassen. Das ist ein Dialog. Wir sprechen zu ihm und erbitten Dinge. Schütten ihm unser Herz aus. Wir sagen ihm unsere Sünden, unsere Schwachheit, unsere Trauer und Verzweiflung. Und er stärkt uns mit seinem Wort. Und er führt uns. Und er führt uns persönlich. Und er sagt uns, ich habe die Kontrolle über diese Weltgeschichte. Und was ich sage, geschieht. Und es geschieht nichts. Es sei denn, ich habe es vorher mitgeteilt, den Propheten. Und damit wird auch die Bibel für uns zur rettenden Hand. Gott reicht uns die Hand und er möchte, dass wir sie ergreifen. Er möchte, dass wir ihn festhalten und dass wir wie ein kleines Kind die Hand des Vaters ergreift, mit ihm durchs Leben gehen, geführt von ihm. Und so steht er an der Türe und klopft an. Wie die Bibel sagt, Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen. Das sind die Dinge, die lege ich jedem, der heute hier ist, ganz persönlich ans Herz und möchte dazu auch Gelegenheit geben, darüber einen Moment nachzudenken. Wenn wir auch ein Lied singen zum Abschluss, dann möge jeder darüber nachdenken, wie Gott an sein Herz klopft und dass er dort Einlass finden möchte. Und das ist der Wunsch unseres Schöpfers, der uns geschaffen hat, dass wir eine Beziehung zu ihm aufbauen. Und das kann jeder von uns. Jeder von uns kann das tun. Sie können in stillen Gedanken dabei verweilen, während wir das Lied singen. Und anschließend wollen wir noch zusammen beten. An dein Herz. Warum lässt du ihn nicht ein? Die Welt hält dich ferne durch Hand und durch Scherz. Wie wird die Antwort nun sein? Klopft. Auch jetzt wartet er noch auf dich. Ob du ihm die Herzenstür öffnest, er hofft. Lass ihn doch ein wenig. Gehst du einen Schritt zu auf Jesus, mein
Freund, sind seine Arme so weit. Licht wird dich umschließen und Finsternis scheuen. Er bleibt bei dir alle Zeit. Oft schon hat er an dein Herz geklopft. Auch jetzt wartet er noch auf dich. Ob du ihm die Herzenstür öffnest, er hofft, lass ihn doch einwilliglich. Wir wollen dann noch einmal zum Abschluss beten. Lieber Vater im Himmel, wir kommen voller Dank vor dich und staunen über die Wunder aus deinem Wort und dass du in der Bibel die Dinge schon vor Zeiten so klar dargelegt hast. Wir danken dir auch, dass du uns hilfst, Irrtum zu erkennen, indem wir mehr oder weniger gefangen sind als sündige Menschen. Aber wir bitten dich, schenk uns Klarheit und schenke uns einen festen und reinen Glauben. Hilf uns auch in eine Beziehung zu dir zu kommen. Alle, die hier heute anwesend sind, du kennst ihre Sorgen und Probleme persönlich. Sprich zu ihnen, geh ihnen nach, stärke sie und hilf ihnen durch dein Wort. Und hilf ihnen, dass sie auch in eine persönliche Beziehung zu dir kommen. Dass auch sie Gewinn tragen von diesen Vorträgen. Und dass auch in ihnen neues Leben erweckt wird. Bitte wirke das durch deinen mächtigen Geist. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. So, wir sind für heute ans Ende gekommen. Ich möchte aber noch einmal darauf hinweisen, dass wir unten einen Büchertisch haben und wir haben auch einige neue Video-DVDs, gerade über das Thema auch Schöpfung und Evolution, die zum Ausleihen sind. Diese sind am Büchertisch auch zu erfragen. Sie können sich gerne für eine Woche ausleihen und dann wiederbringen, dass der Nächste sich sie auch ausleihen kann. Ich möchte aber auch noch einen besonderen Literaturhinweis geben zu dem heutigen Vortrag. Das kleine Heftchen, die kommende Krise, liegt auch unten aus, ein kleines blaues Heftchen. Ab dem zweiten Kapitel ist das Thema das, was wir heute hier auch behandelt haben. Also wer das gerne nochmal reflektieren will, nochmal darüber nachdenken will, der hat Gelegenheit, zum Beispiel in diesem Buch sich nochmal zu belesen. Ansonsten auch noch etwas umfangreicher in dem Buch, Der große Konflikt, liegt auch unten aus. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir diese Vorträge im Internet zugänglich haben. Das heißt, wer den Vortrag also noch mal gerne hören möchte, von heute Abend kann dies tun. Ich denke, ab 21 Uhr spätestens werden wir soweit sein. Bis dahin sind Sie vielleicht auch zu Hause oder morgen. Ich weiß es nicht, wenn Sie noch einmal über die Dinge, die vielleicht schnell an Ihnen vorbeigerauscht sind, noch mal nachdenken wollen, dann haben Sie Gelegenheit, wenn Sie einen Internetzugang haben. Wer das nicht hat, spricht uns bitte an. Wir können auch eine DVD als Film erstellen, um diesen Vortrag dann noch mal zugänglich zu machen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Heimweg, wünsche Ihnen Gottes Segen und freue mich, wenn ich Sie nächsten Samstag hier wieder begrüßen kann. Wiedersehen.